Friends, wir haben heute ein Video zusammen. Und ich dachte mir, dass ich den Tim heute schminke. Und er ist nicht begeistert davon. Aber ich dachte mir, damit es noch lustiger wird, schminke ich ihn natürlich blind. Und damit es noch lustiger wird. Dann kommt man jetzt drauf an, für wen. Mit was noch? Ah, schmeckt. Das ist immer noch wieder lecker. Aber okay. Und genau, wir dachten uns, wir machen das. Schmeckt schon, danke. Sogar ohne Fett. Und wir dachten uns, wir machen das so, dass wir halt jeweils so Marshmallows in den Mund nehmen. Und ich habe halt die Augen verbunden. Und dann muss ich Tim versuchen zu schminken. Und die ganzen Sachen, die sind hier vorne. Und ich muss natürlich auch erklären, was ich mache. Also mache ich so quasi ein kleines Make-up-Tutorial für euch. Und Tutorial. Und im Hintergrund haben wir zwei tolle Zuschauer. Und einmal Pia und ihr Freund. Und die werden wahrscheinlich lachen. Die lacht jetzt schon. Wenn du mir einmal vors Gesicht hauen solltest, ne? Und mir ins Gesicht dabei haust. Rupatsch! Also, wir fangen nach dem Make-up an. Das ist hier. So. Dann hast du die Grundlage. Das muss immer schön verblendet werden. In alle Ecken. Und das hast du. Ganz so viel Concealer. Mit Concealer müssen wir die Augenringe abdecken. Das war kein Concealer. Ist das Concealer? Nein. Und dann werden wir immer schön auf überall. Und dann früher. Und das war kein Pinsel. Und dann. Das ganze Gesicht einfach. Einfach damit das Make-up fällt. Das ist schön. Ne? Gut ins Ecken geht. Wir sehen nichts, aber gut schön. So, jetzt kommt Bronzer. Und Bronzer muss auch immer in die Wange. Ja. Am Wildschlaf. Und da auch. Und den Haaransatz. Und die Nase auf. So. Und dann brauchst du das Blatt. Mit Blatt. Aber wirklich Haar am Bart. Und das muss immer auf die Wange. Auch auf die Wange. Aber das ist halt schön. Und dann kommen die Augenbrauen. Hier ist die Augenbrauenpuder. Und der Pinsel hier. Ich weiß nicht, ob das für mich heißt, aber es ist mir leid. Ich will meine Augenbrauen nutzen. Nein. Das war eine falsche Farbe. Ja, so, dann kam die Schattenkontest. Die Schatten. Wir haben hier eine große Palette. Nein, keine. Und ein Pinsel? Nein, großer. Ich sollte die gleiche Farbe nehmen. Die pinke. Ich soll jetzt die Farbe nehmen. Das dunkle. Das ist das. Das kommt. Oh, das ist sogar dunkel. Das ist sicher die falsche Farbe jetzt. Und das ist ein dunkles auch. So gut verblenden. Dann ist das keine harten Übergänge drin. So auch. Ist das okay? Ja, ne? Guck mal, wenn meine Augen. Das tut mir leid. Kannst du das mal? Das ist auch nicht gut, der Weg. Und der Weg. Sind halt so viel noch? Komm her! Ich hab Angst! Was ist das? 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 Darf ich gucken? Ja. Sind wir fertig? Ich glaube, will ich es überhaupt sehen? Oh, was für deine Zähne? Schon ja.
denn deine Wimpern getauscht? Weiß nicht. Hab ich deine Augenbrauen getauscht? Ich sehe aus wie gestern ihr Peter. Kann Vanessa auch mal den Peter, kann sie auch mal einblenden, was wir meinen, was wir da gestern erstellt haben? Sexy war. Sieht genauso aus. Du bist aber nicht so pink. Peter ist sexy. Und auch nicht so grüne Haare. Der Eyeliner ist uns gelungen. Also, wo hängt das? Also, gefällt's euch? Wasser? Ich finde, das ist schön geworden, oder? Ich nicht. Wasser was? Also, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und der Tim sieht schön aus, oder? Hauptsache von dem Stift auf den sexy. Alter, wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen und über Feedback in den Kommentaren und natürlich über ein Abo, das ihr da unten kostenlos verteilen könnt. Und unseren Vlog-Kanal werden wir euch da oben nochmal verlinken, wo gestern der erste Vlog online ging. Ja. Und dann würde ich sagen, tschüss. Im neuen Jahr.